Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und vielleicht hast du es ja auch für dich schon gemerkt, wenn du im Verkauf tätig bist, wenn du ja in der Beratung tätig bist, ja, dass sich die Zeiten da im Verkauf ein bisschen geändert haben und dass sich das immer mehr und mehr verändert, auch für die Zukunft. Und früher war es ja so, du hast einen Termin vereinbart, hast den Produktnutzen in den Vordergrund gestellt und dann haben die Leute dementsprechend auch gekauft oder halt eben dementsprechend nicht, wenn sie den Produktnutzen nicht gesehen haben. Und heute, ja, hat sich das alles einfach ein bisschen verändert, weil zum einen möchten Kunden nicht aktiv was verkauft bekommen, sondern sie möchten von sich aus kaufen. Man muss also quasi ein Umdenken, bewirken, dass man ja vom aktiven Verkauf quasi sich ein bisschen rausnimmt, mehr in den passiven Verkauf geht und dem Kunden ja die Möglichkeit lässt, ja selbst zu kaufen. Und wie eben schon angesprochen, auch der Produktnutzen. Also früher war es immer so, da haben wir immer so argumentiert, den Produktnutzen hervorgehoben und dann hat der Interessent halt dementsprechend entweder den Nutzen für sich erkannt und hat gekauft oder halt nicht. Und das ist aber heute gar nicht mehr so das Entscheidende der Produktnutzen, sondern viel entscheidender ist ja das Vertrauen, ja, dass man dir glaubt. Weil gerade in der heutigen Zeit durch Internet und so weiter ist der nächste Verkäufer, ist der nächste Berater einfach nur einen Klick weit entfernt. Es gibt so viele Informationen zu nahezu allen Themen, dass ja, selbst wenn man dann ein Beratungsgespräch führt oder selbst wenn man mit einem Interessenten in Kontakt ist und ein Gespräch führt, dass dann entweder davor oder danach die Menschen ja das Internet besuchen, schauen, ob das stimmt, was die Person erzählt hat. Also das Vertrauen ist quasi die neue Währung ja auch im Verkauf. Und wenn du es schaffst, dass man dir glaubt, wenn du schaffst, dass man dir vertraut, dann hast du ja einen großen, großen Schritt dahin gemacht. Und auch der Verkauf oder der Kaufzeitpunkt eines Interessenten, ja, das hat sich auch so ein bisschen verändert. Früher ist man quasi, ich sag mal, von Haus zu Haus gelaufen, hat seine Produkte präsentiert, ja, oder ja, hat einen Termin vereinbart, hat dann die Produkte präsentiert und dann kam es dann zum Verkauf aufgrund der Informationen in dem Gespräch. Und heute ist es ja teilweise so, dass ja die Menschen erstmal vorher sich informieren und dann entscheiden, ob sie die Person überhaupt zu einem Termin lassen, ja, oder ob sie sich lieber von jemand anderem beraten lassen. Und das ist ein Wandel, der sich da vollzieht, ja, immer stärker dahingehend, dass du darin gut sein musst, ja, eine Beziehung zu deinen Interessenten aufzubauen, eine Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen, dass du es schaffen musst, Vertrauen aufzubauen. Und da möchte ich dir heute ein System zeigen, welches ich persönlich im Einsatz habe, welches wir im Team im Einsatz haben. Es nennt sich Attraction Marketing. Und mit diesem System schaffst du es, ja, weil wie gesagt, das Ganze ist gar kein Nachteil, sondern es ist eigentlich ein Vorteil, weil du ja, du machst dich unabhängig von Produkten, du machst dich unabhängig von Firmen, du machst dich komplett frei, ich sag mal, von äußeren Faktoren, weil es letzten Endes darauf ankommt, wie du es schaffst, ja, Vertrauen aufzubauen und ja, dass die Leute dich als Experten wahrnehmen. Und wenn du das geschafft hast, dann hast du auch gute Chancen, die Geschäfte dann dementsprechend im Nachgang quasi auch abzuschließen. Und so ein System kann ich dir gerne zeigen. Ich habe dazu ein Trainingsvideo gemacht. Ich werde dir den Link ja einfach hier unterhalb des Videos bereitstellen. Und ich hoffe, dass ich dir ja damit ja weiterhelfen kann. Wenn das so ist, dann würde es mich freuen, wenn du mir unterhalb des Videos einen Kommentar hinterlässt, wenn du das Video mit deinen Freunden teilst, mit deinen Geschäftspartnern teilst, wie auch immer. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß mit dem Trainingsvideo. Alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.